Hey Leute, im heutigen Video haben wir eine unmögliche Rathaus 15 Base mit allen neuen Verteidigungen, gegen die heute die ganzen Truppen mit den neuen Leveln antreten müssen. Dazu sind wir heute auf dem Entwickler-Account, dank an Supercell, die das Ganze ermöglichen. Und ich würde sagen, damit legen wir los. Alle Truppen werden hier antreten. Wir sehen hier schon die neuen Kanonen Level 21, Inferno-Turm, die natürlich die neuen Mauern auch Level 16. Dazu auch die neuen Verteidigungsgebäude, unser Zauberturm und den Monolith auf maximalen Level. Verteidigungsgebäude noch nicht gesehen hat. Das Video kam wahrscheinlich jetzt vor einigen Stunden bei euch. Könnt ihr gerne noch vorbeischauen. Da ist alles erklärt. Oder zur Streukatapulte und ganz hinten Rathaus 15 und die Adler-Dev. Welche Truppen es am weitesten schaffen werden, werden wir sehen. Die Regeln sind relativ simpel. Wir werden ja die maximalen Truppenkapazitäten nutzen, werden jede Truppe antreten lassen. Und damit würde ich sagen, auf geht's, euch viel Spaß. Und ich bin sehr gespannt, wie gut die neuen Truppenlevel sind und natürlich vor allem die neuen Verteidigungsgebäude in Clash of Clans. Damit legen wir los mit der ersten Truppe und das sind die Barbaren. Wir müssen es hier mit drei Fingern auf einmal am besten die Barbaren hinsetzen, dass es hier auf jeden Fall auch fair ist. 320 ist die Kapazität inzwischen. Oh Gott, was war das denn? Das war jetzt schon der allererste Gift, der irgendwie gedroppt wurde. Von der Zauber, wie heißt das Ding? Von der Zauberturm. Und wir sehen, so sieht das Ganze aus. Die ganzen Barbaren werden geslowt, bekommen Giftschaden und wir sehen, also alle Truppen, die spamhaft sind, werden es, glaube ich, sehr schwierig haben. 14% ist das erste Ergebnis, die erste Reihe ist gefallen. Alles hinten dran steht noch. Als zweites haben wir die Bogenschützen. An der Stelle übrigens noch ganz wichtig, die Idee zu diesem Video stammt von einem amerikanischen YouTuber, schätze ich, der alle möglichen Challenges bringt, deswegen wollte ich das Ganze mal nachbauen. Sein Kanal ist auch in der Beschreibung verlinkt, dass wir das an der Stelle nicht vergessen. Und damit würde ich sagen, kommen wir direkt zu den nächsten drei Truppen. Also, ja. Drei Fingern, die wir hinsetzen müssen. Also ganz ehrlich, ich bin relativ sicher, dass die Bogenschützen nicht mehr als... Oh, doch. Sie sind jetzt schon bei 14%. Die sind besser, die sind schneller. Die kommen mit ihren Distanzangriffen. Die Adler der Finden... Oh, wir haben noch ein paar Truppen. Die Adler der Finden ist auch aktiviert. Und wir sehen es, wir kommen tatsächlich durch die erste Reihe durch und kommen auf 37%. Hier der Wutzimmer nur auf den Verteidigungsgebäuden und der Monolith ist bisher noch gar nicht angegriffen worden. Aber krass, läuft. Unsere dritte Truppe sind die Riesen. By the way, ihr seht auch die Level, sind wie gesagt völlig neu. Zum ersten Mal Level 11 Truppen, die wir hier nutzen können. Aber ich glaube nicht, dass Riesen irgendeine Chance haben. Wenn ich predikten würde, dann würde ich sagen, die sind schlechter. So, wir schauen es uns an. Wir sehen auch, wie gut die aussehen, ne? Der Giftzauber wird schon mal gedroppt. Der kann auch über Distanz gedroppt werden, wusste ich auch nicht. Finde ich auch ziemlich krass. Und jetzt der Slow. Das ist ein Single und zwei Multi-Inferno-Türme. Die Riesen scheinen sich da noch einigermaßen durchzukämpfen. Aber ich glaube, mehr als... Nee, niemals. Never schaffen die mehr. Niemals schaffen die mehr als die Bogenschützen. Die Adler-Dev auch nochmal von hinten. 23%. Besser als wir waren, war es trotzdem. Leute, das wird sehr dumm werden. 320 Kobolde. Die werden es nicht... Die werden... Die wissen... Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwas überhaupt schaffen. Nein, die laufen außen rum. Oh Gott. Okay, wir müssen es vielleicht andersrum eher mal... Die laufen zur Clanburg. So, ich habe jetzt eigentlich nur eine Idee, um das zu fixen. Wir setzen mal hier zwei. Ja, die brauchen ein bisschen lang, machen wir mal fünf Kobolde schon mal hier drauf. Und wir lassen die Kobolde jetzt ausnahmsweise von der anderen Seite aus starten, weil das Problem bei den Kobolden ist natürlich, dass sie zuerst auf das Rathaus und so weiter gehen. Wir sehen jetzt hier Rathaus 15, was natürlich jetzt ein bisschen außerhalb der Wertung sehen, aber ansonsten, ja, werden die halt 0% natürlich holen. Und sie holen... Holen sie das Rathaus zumindest? Ja. 10% waren trotzdem die schlechtesten, also ist insgesamt, denke ich, immer noch... Hier. 160 Mauerbrecher auf maximalen Level. Ey, das wird dumm werden. Das wird richtig dumm werden. Auf geht's. So, wieder drei Finger nutzen, dass es auch fair ist. Also, wenn wir Glück haben, holen die ein paar Prozente. Einfach weil die Mauern... Oh mein Gott, schaut euch das an. Junge. Ey, ich liebe es. Die ersten zwei Reihen sind weg. Die sind damit am besten bisher. Was ist da denn passiert? Die haben 23% geholt. Und haben die ersten zwei Reihen weggedingst. Aber die Bogenschützen sind bisher am besten. So, das wird es spannend. Wir haben Loons. Die erste Lufttruppe, die natürlich auch sehr viel Schaden machen. Wir haben keine Luftfeger drin. Wollte ich bewusst nicht, weil es uns ein bisschen unfair wird. Und damit könnten... schnell. Die Loons ganz gute Chancen haben. Okay, das sieht schon sehr, sehr wild wieder aus. Das sind insgesamt über 60 Loons, die jetzt aber alle im Giftfings drin sind. Ne? Der haut halt jetzt gut rein. Die erste Welle ist aber geschafft. Die haben noch ordentlich Leben. Der Monolith. Der Monolith ist zum ersten Mal richtig unter Bedrängnis eventuell. Aber gerade die Giftfallen der Wutzauber. Da sieht man schon, was die ganzen Zauberfabriken, Zaubertürme drauf haben. Das ist die Luftabwehr auch nochmal. Der Adler-Dev. Wir haben jetzt 80 Magier. Ich denke eigentlich, dass es Lost ist. Aber die Bogenschützen hatten vorhin uns auch überraschen können. Und die Magier könnten das jetzt auch schaffen. Ne? Die Magier auch hier auf maximalen Level, Level 11. Und wir schauen es rein. Wir schauen es. Wir machen Flächenschaden, ne? Schaffen die jetzt hier auch. Ja, der Giftzauber, ich glaube, weit kommen. Nee. Wieso waren die Bogenschützen vorhin so gut?
Bei 37% ist auch echt noch solide. Okay, also, ja. Ihr seht es selber, das sind jetzt, ja, da könnten wir jetzt auch abwarten, bis die alle sterben. Aber ihr wisst selber, nur Heilerin ist halt lost, sind halt 0%. Was haltet ihr von 16 Drachen? Die haben wir jetzt einmal ausgewählt. Ich glaube, die werden OP sein. So, boom, alle auf einmal gedroppt. Erste Reihe ist instant down. Der Poison trifft auch nicht alles in dem Fall. Vielleicht auch ein bisschen Luck gehabt. Das ist eigentlich die komplette Verteidigung und der Monolith im Wutzauber. Aber wir sehen schon, Drachen sind hier extremst gut dabei. Wobei wir auch hier ein paar Bogenschützentürme mitgenommen haben, die natürlich jetzt hier nochmal mithelfen können, dass die Lufttruppen nicht zu OP werden. Die Katapulte helfen jetzt auch. Auch die Adlerdev schießt hier gut drauf. Und die Drachen scheinen jetzt hier in Führung zu gehen. Habe ich auch erwartet. Die sind noch am solidesten. Und der Monolith wird trotzdem nicht angegriffen. Wir sehen es hier trotzdem zum allerersten Mal. Schaffen wir einen Stern und 55%. Aber der Monolith steht. Das Wichtigste. Die nächste Truppe sind Packers. 12 Stück. Ich glaube, die Single-Inferno-Türme könnten da hässlich werden. Mal schauen. Wir haben jeweils jetzt hier 4 Packers gedroppt. Die Kanonen werden instant down gehen. So. Aber jetzt Poison Slow plus Inferno ist direkt die erste Reihe. Ist halt eklig, aber ich glaube, die schaffen mindestens 40%. So. Die Zauberdings da, wie heißen die Dinger? Zaubertürme brauchen uns auch ein bisschen. Und der Poison ist jetzt weg. So, die Single Infernos sind tot. Die Teslas stehen aber noch. Das war zu viel. Krank, dass die Drachen viel besser waren. Nur 23%. Hätte ich viel mehr erwartet, bin ich ehrlich. 32 Drachenbabys. Wobei, also die Drachen waren ja auch gut, aber Drachenbabys sind halt eher ganz geil. Boah, der Poison. Der Poison direkt. Die sind halt eigentlich ganz geil, wenn man die alleine setzt, weil sie dann wütend werden. Aber trotzdem, alle fliegenden Truppen, auch wegen den Mauern wahrscheinlich, ne, setzen sich hier sehr gut durch. Die Infernos sind weg, es sind 32%. Es könnten 50% werden, weil die Drachen schon besser waren. Also ich predikte jetzt schon mal auf eine Truppe, freue ich mich besonders. In der Luft, vielleicht wisst ihr, welche ich meine. Ich sag's mal noch nicht, aber ich glaube, die wird am meisten rasieren. 41%, sehr gut. 53 Tunnelgräber, oh je. Die werden sie ihren Weg auf jeden Fall graben. Die sind halt kurz nicht zu fokussen, ne? Vielleicht können die auch den Gift dann damit dodgen. Ich weiß es nicht. Es sieht nicht schlecht aus. Alter, die Infernos fliegen instant weg. Die sind nicht schlecht. Der Flächenschaden allerdings... Oh, ja, jetzt hat er reingehauen. Jetzt hat er, glaube ich, reingehauen. Ich weiß nicht, wie viel noch übrig ist, aber das ging doch schneller, als ich dachte. Es sind 37%. Toll. Und die Adlerdev ist auch sehr gut dabei. Jetzt ist es extrem spannend. Wir haben 10 Elektrodrachen gegen unsere Verteidigung. Mit Rathaus 15, auf geht's. So, es sind insgesamt 10 Stück, wie gesagt. Und jetzt, wenn jetzt die Lightning Chain kommt, passt auf, erster Schuss. Oh, 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 das wird spannend werden. Das wird ganz spannend werden. Da oben die Drachen fliegen auch durch. Der Monolith könnte jetzt weggeblitzt werden vielleicht. Wird Angst nicht getroffen, schießt Angst richtig krank drauf, Angst die Drachen. Die Drachen sind dabei, es sind 55%, die schaffen das, oder? Das kann nicht sein. Die Adler, das Rathaus beginnt sich zu wehren. Oh, die hauen aber schon gut rein. Die hauen schon gut rein, aber es reicht natürlich dann doch nicht aus. Was heißt natürlich, es sah echt gefährlich aus. Es sind 69%. Mit Abstand am besten, Drachen allgemein sehr stark. Aber ich bin ehrlich, ich hatte sogar noch mehr erwartet. Aber gerade hinten ist Rathaus sehr solide. 17 Yetis treten an. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass sie so viel hinkriegen werden. Okay, wir sehen die Yeti-Mites. Stellen sich richtig gut an. Wir sehen jetzt hier, der Monolith wird vielleicht... Na, der wird nicht ganz fallen. Aber es ist stark. Es ist sehr stark, gerade für eine Bodentruppe bisher. 60%. Und damit kommen wir zu der nächsten Lufttruppe. Ich glaube, Drachenreiter heißen die Dinger, ne? Habe ich bisher noch nicht freigeschaltet. Wir sehen hier, wie das Ganze aussieht. Die sind vor allem auch eigentlich ganz gut gegen Verteidigungsgebäude. Der Giftzauber ist jetzt auch spät gedroppt worden. Und der eine fliegt ja ganz außen rum. Aber ich glaube, ja, die haben halt nicht so viel Leben, ne? Das ist natürlich vor allem schwierig mit dem Giftzauber. Da sehen wir es. 37%. Die Truppen werden langsam halt immer besser, habe ich trotzdem das Gefühl. Fast 40%. Ja, 40%. Wir starten rein mit den dunklen Elixiertruppen und damit mit den Lakaien. 160 Stück. Alter, das sind Gespamme. Ich glaube, die werden vom Gift sogar gut hops genommen. Aber schaut euch den Schaden an. Schaut euch den Schaden an. Jetzt der Gift. Ja, ja, ich hab's gesagt. Oh, ja. Spam-Truppen allgemein alleine sind halt nicht gut. Die muss man halt kombinieren. Ja, das ist halt nichts. Jetzt haben wir 64 Schweinereiter. Das kann gut werden. Weil Hawks sind ja eh gegen Infernos oder gegen defensive Gebäude angelegt. Die haben ja auch einen schönen Elektrohammer nochmal bekommen. Können über die Mauern auch drüber springen. Und wenn jetzt die Adlerdev nicht perfekt trifft, könnte es schwierig werden. Aber ich glaube, der Flächenschaden vom Gift zwar war zu krass. Und die schaffen gerade mal... Nein. 37%? Okay, dieser Wutzauber hat auch gut reingehauen, ne, hier. Wow. Das könnte spannend werden. 40 Valkyren. Valkyren sind ja mit Flächenschaden und ihren Leben vor allem gut dabei. Ne? Wir schauen mal. 40 Stück.
Den Giftzauber müssen sie schnell verlassen, das ist wichtig. Machen sie auch. Und wenn sie jetzt... noch sind sie nicht ganz raus, aber jetzt sind sie raus. Da haben sie zu wenig Leben. 40% ist trotzdem solide. Wir kommen zu den Golems. Die werden chancenlos sein, bin ich mir relativ sicher. Die werden zu wenig Schaden machen. Aber es sind 10 Stück. Es sind 10 Stück. Das ist halt immer eine Ausgangslage, aber... Ja... Wir haben halt nur einen Single Inferno. Auch der Giftzauber kann halt nicht viel bringen, weil ich meine, es sind Golems. Die sind sehr solide. Aber jetzt ist halt schwierig, ne? Mit dem ganzen Wutzauber jetzt auch noch auf der Verteidigung. Allein dieser Wutzauber haut halt so hart rein. Und ich glaube, das war's, oder? Ah, noch nicht ganz. Die leben halt länger, als man denkt, ne? Der Dings Inferno ist auch weg, der Single Inferno. Der Multi Inferno könnte auch noch fallen, ja. Das sind 30% bisher. Die Katapulte schießen auch von hinten ein bisschen. Und auch die Aladef natürlich. Aber ich glaube, das wird es jetzt gewesen sein. Alter, ohne Witz. Besser als ich dachte. 37%. Gut. 26 Hexen. Ich bin mir sicher, der Giftzauber wird die komplett zerstören. Das ist eigentlich ziemlich klar. Der Giftzauber wird die so hart zerstören. Passt auf. Ja. Oh, das ist zu viel Flächenschaden. Au. Ey, das war echt schlecht. Das sind gerade mal... Das war's, glaube ich. Das sind 19%. Das hat gar nicht funktioniert. Wir haben die Lava-Hunde als nächstes. Sie fliegen direkt auf die erste Reihe zu. Aber ich glaube, da ist nicht viel mehr drin. Aber wir sehen es schon. 0%. Die Lava-Pups werden halt auch vom Poison getötet. Oh je. Hilfe. Sekunde mal. Jetzt tanken die Lava-Hunde... Das ist gefährlich. Der Giftzauber ist weg. Da sind noch ein paar Lava-Pups am Start. Ja, wobei... Na, so viel Damage machen die dann auch nicht. Ja, es werden wahrscheinlich so 30%, schätze ich mal. Der Monolith ist halt auch krank am Start, die ganze Zeit da hinten, ne? Das ist halt auch echt heftig, wie der am Schießen ist. 23%? Schaffen die noch ein Gebäude? Ich glaube nicht. Nee, das geht so schnell, Wahnsinn. 53 Bowler. Bowler, ich glaube, die schaffen mindestens 50%. Einfach, die haben nicht viel Leben, aber sie machen Flächenschaden. Pass auf. Die erste Reihe haben sie weg, die zweite treffen die jetzt auch mit und die dritte fast auch noch, pass auf. Die haben zu wenig Leben halt leider, ne? Ich hab's gesagt. Die haben jetzt schon 50% Angst, der Poison killt sie, aber der Flächenschaden hat gut gecarried. 21 Ice Golems. Ist lost, ich weiß. Es ist sehr lost. Alles wird eingefroren. Wobei. Sekunde. Es sind 21 Stück, die machen auch ein bisschen Damage. Und der Frost, dieser Frost haut halt anders rein, ne? Wenn die jetzt hier einen fetten Frost auf die wütenden Verteidigungsgebäude landen, das machen sie jetzt auch. Also wenn man so ein paar Eisgolems mitnimmt, sowieso auch allgemein, finde ich sehr smart, weil die auch die komplette wütende Verteidigung einfrieren. Die machen gar nichts mehr, die werden ewig brauchen. Das wird der längste Angriff werden mit Abstand. Nur die Adlerdev schießt gerade noch drauf und der Monolith ist auch eingefroren. Was ist denn hier los? Hört euch das an, die leben immer noch. Angst haben erst 19% geholt. Das war's, glaube ich, ne? Ist alles tot und eingefroren, 19%. Aber der längste Angriff, glaube ich, so ziemlich. Headhunter, die werden komplett verkacken. Das weiß ich jetzt schon. Die haben zu wenig Leben, die sind darauf nicht ausgelegt, dass sie sowas machen sollen. Aber ich finde, dafür sind sie echt gerade solide. Die haben schon 23% geholt. Aber der Poison killt die halt komplett, ne? Springen wir die Mauern halt auch ganz schön, aber 32%, das ist nicht so gut. Haben wir damit unseren Gewinner? Ich glaube nicht, denn wir haben noch unsere Supertruppen. Und ich glaube, die werden gut reinhauen. Pass auf, wir starten rein. Alleine die Barbaren. Die Superbarbaren. Die werden schon mal besser sein als die normalen Barbaren, oder? Die sind wütend, die haben mehr Leben vor allem. Und die schaffen auch mehr als die erste Reihe. Die schaffen direkt 32%. Und das wird sich, glaube ich, durchziehen. Ich glaube, die Supertruppen werden echt gut rasieren jetzt. Super Bogenschützen. Die machen Flächenschaden, ne? Die sind ja wie so ein Magieschütze. Wir sehen es auch, die hinteren Reihen werden direkt angegriffen. Können die da mehr rausholen? Oh ja. Oder? Ist es besser als die Bogenschützen? Nicht viel besser. Es sind halt deutlich weniger. 37% ist ungefähr identisch. Super Riesen. Ja. Ganz ehrlich, werden auch nicht viel besser sein, würde ich mal sagen. Ich meine, die haben mehr Leben, die machen mehr Schaden. Aber, ja, passt auf. Jetzt hier der Flächenschaden vor allem auch nochmal von der Adler-Dev. Man sieht fast gar nichts. Der Wutzauber mit den Monolithen vor allem auch nochmal ist anders heftig. Es geht. Aber so viel Flächenschaden ist hier gar nicht. Die Magiertürme werden erst jetzt getriggert. Und das ist tatsächlich... Ja, 32% geht. 37, ich korrigiere. Wir müssen wieder ein bisschen es außerhalb von der Wertung sehen. Wir holen erstmal zuerst hier ganz schnell das Rathaus einmal. Die Klamburg. Okay, aber jetzt. So, von drei Seiten einmal auf das Rathaus. Sind, wie gesagt, so ein bisschen eher außerhalb der Wertung. Aber sie werden deutlich besser sein als die Kobolde, schätze ich mal. Der Gift wird trotzdem gedroppt. Die Katapult...
Okay, das war krank, WTF. Sion 14%, damit besser als die Malenkobolde, aber viel mehr ist da echt nicht drin. Okay, 40 Supermauerprescher. Als ob die was machen würden. Die Mauerprescher vorne haben mich auch überrascht. Vielleicht sind die besser, als man denkt. 10%, die holen die vordere Reihe komplett weg. Junge, die sind so am Struggeln, die Verteidigungsgebäude. Schaut es euch an. 23%. Krass, und alles ist weggefühlt. Ist besser aufgesprengt als vorhin sogar. 40 Raketenballons. Okay, komm. Die normalen Ballons waren vorhin ziemlich enttäuschend, aber die Raketenballons, die sind wahnsinnig schnell. Das sehen wir hier. Und die sind gut dabei. Jetzt kommt eigentlich der Poison Slow. Und auch der Boost zum Anfang ist weg und dann sind die ganz schnell down. Dann sind die ganz schnell down, aber mit 55%. Das ging in 15 Sekunden und es war ultra geil anzuschauen, fand ich. Ja, also Super Magier werden, glaube ich, ultra lost werden. Wir können es einmal anschauen. Die blitzen natürlich jetzt hier ganz schön rein, aber... Ja... wobei, der Flächenschaden, Sekunde mal... Ist gar nicht mal so bad. Aber für mehr als 41% reicht es trotzdem nicht. Werden wir jetzt den neuen Rekord sehen? Wir haben nämlich jetzt 8 Superdrachen. Die werden auf jeden Fall sehr stark sein. Gerade die Drachen vorhin waren sowieso stark. Und jetzt haben wir eine bessere Supervariante. Sind natürlich auch weniger. Darf man jetzt nicht vergessen. Jetzt schauen wir mal. Der Giftzauber haut gut rein. Die Superdrachen haben... Die haben das gut im Griff. Können die das schaffen? Das wären die allerersten, die die Base knacken würden. Aber ich glaube nicht. So, ihr fällt schon mal einiges. Der Monolith steht halt noch. Der haut gut rein. Der nächste Drache ist weg. Es sind nur noch 2 übrig. Schaut euch den Monolith an. Das ist absolut insane. Der Schaden. WTF. Der carried. Komplett rein ist nur 60%. Nur wegen den Monolithen. Auch Inferno-Drachen werden es, glaube ich, nicht packen. Ne? Klar, das sind sehr viele. Die brauchen noch immer ein bisschen, um die einzelnen Gebäude wegzuholen. Und allein dieser Giftzauber ist halt wieder so viel Value. Also ich glaube, diese Giftzauberfallen mitzunehmen wird sich richtig lohnen. Allein wie groß der Radius ist. Und der Wutzauber ist halt auch absolut geil. Weil Unsichtbarkeit halt auch gut ist, wer das Video gesehen hat. Aber in dem Fall wollte ich halt jetzt keine Unsichtbarkeit mitnehmen. Einfach weil sonst alle Truppen weglaufen würden. Und wir haben tatsächlich 55%. Die Superlakaien können außer Distanz angreifen. Das heißt, die erste Reihe ist schon mal weg. Aber die Adlerdev kommt. Oh, WTF, was geht denn jetzt ab? Die haben die ersten 2 Reihen schon abgeräumt. Aber jetzt der Giftzauber halt. Ja, jetzt. Aber die ersten 2 Reihen waren schon weg. Die konnten gar nichts machen, die Truppen. Die waren einfach outrange. Schaut euch die Superlakaien an. Die schaffen 50% und noch mehr, oder? Da sind noch einige am Leben. Da ist noch einiges. Der Monolith könnte sterben sogar eventuell. Das sind 64%. Das ist doch der beste Angriff bisher, oder? Nee. Wenn die jetzt Monolithen schaffen, es sind 69%. Jetzt wird es aber spannend. Wir kommen nämlich zu den Super-Valkyren. Und nachdem mich die Lakaien gerade so überrascht haben, bin ich auf die Valkyren besonders gespannt. Die lassen hier einfach mal einen Wutzauber droppen, sobald sie sterben. Ich glaube, wir schaffen das sehr gut. Die könnten eventuell die komplette Base damit auseinandernehmen. Diese Wutzauber sind so ein heftiger Boost, auch für die anderen Valkyren. Aber irgendwie ist der Flächenschaden zu krass. Nur 46%, das war's nicht. Wir haben 8 Superhexen und hier beginnen wir extra mal ganz hinten, dass die schon mal ihre Skelette nach vorne als Tank spawnen können. Und wir sehen, die Skelette haben es auf jeden Fall in sich. Und die Hexen kommen hinten dran. Der Giftzauber haut vor allem die Hexen natürlich jetzt gut weg. Das sehen wir jetzt hier. Das sind 5% bisher erst. Da muss noch einiges gehen. Die haben eigentlich auch ordentlich Leben. Die Tanks vorne sind auch nicht schlecht, aber wir sehen, das wird es sehr schwierig werden. Das sind 19%, das sind 23. Hexen einfach bad. Das wird, glaube ich, der längste Angriff werden. Wir haben nämlich jetzt 8 Eishunde. Wobei, man weiß es nicht. Eigentlich die Eisgoldesfolgen waren auch sehr lang dabei. Wie lange werden die überleben? Ich glaube, sehr, sehr lange. Problem ist, die kommen aber in den Infernos nicht so leicht vorbei, ne? Die Eisgoldes haben das vorhin besser hinbekommen. Und der Poison killt instant die Lava. Okay, nee, das wird gar nichts. Der Poison ist gegen die Lava-Pubs zu krass. Der Frosteffekt ist natürlich die ganze Zeit am Start. Die haben 0%. Das könnte die erste Truppe werden, die keinen einzigen Prozent holt. Nein. Die Kanone da hinten könnte fallen. Da, die muss fallen, die muss fallen. Ja, die schaffen es. Wenigstens 5%, wenigstens 10. Aber es ist der letzte Platz im Moment. Die Lava-Pubs müssten jetzt hier noch die Kanone wenigstens holen. Jetzt könnte es mal gut werden. Das sind wenigstens... Okay, jetzt sind es wenigstens 19%. Ich glaube, die teilen sich den letzten Platz mit den Barbaren zusammen. Wir haben die Super Bowler. Die sind sehr spannend, die haben mehr Leben und Flächenschaden. Die Bowler vorhin waren auch schon sehr stark. Und jetzt in der Super-Variante könnte das sehr spannend werden. Passt auf. So, die Inferno-Türme müssen so schnell es geht am besten down gehen. Und natürlich vor allem die Reihe da hinten dran. Die Tessas werden aktiviert. Wir haben schon mal die ersten Prozent. Dann da hinten geht sogar der Monolith.
fast noch down, aber das war es dann auch, 37%. Da waren die normalen Bowler besser. Jetzt fragen wir uns nochmal, wie gut sind alle Helden im Duell gegen die Base? Auf geht es. Barbarenkönig, Queen, dazu Wächter und alles mögliche. Wir warten erstmal ganz kurz ab und zünden jetzt zum ersten Mal schon mal den Wächter. So, erstmal kurz abwarten weiterhin. Sobald wir gut drin sind, nutzen wir dann auf jeden Fall die ganzen Fähigkeiten. Vor allem natürlich die Gladiatorenfähigkeit. Die könnte natürlich ganz gut bouncen. So, auf geht's, wir warten kurz ab. Wir zünden jetzt einmal die Gladiatoren. Ich hoffe, es war nicht zu spät. Die kann ja einiges mitnehmen, zumindest die Zaubertürme auch nochmal. Aber ich glaube, viel mehr ist auch selbst mit den Helden jetzt hier nicht drin. Wir holen tatsächlich über 50%. Aber das war's. Wir schaffen nicht mehr. 55%. So viel zum heutigen Rathaus 15 Video. Wenn ihr weitere Rathaus 15 Videos nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Hat mir unfassbar Spaß gemacht, das Video aufzunehmen. Und ja, könnt gerne in den nächsten Tagen für weitere Rathaus 15 Videos und weiteren Content vorbeischauen. Und wenn ihr mich im Shop supporten wollt, könnt ihr wie immer meinen Creator-Code JoJonas eintragen. Danke fürs Zuschauen. Schaut hier noch gerne im Abstand vorbei, wenn ihr irgendwelche Videos verpasst habt, zum Update oder sonstigen. Und haut rein. Ciao.